Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen Interview hier auf diesem Kanal. Ich freue mich heute wieder ganz besonders, die Ulrike Ether von Deine Ernährung hier neben mir sitzen zu haben. Hallo liebe Ulrike, herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Hallo liebe Silke. Ulrike, wir hatten letztes Jahr schon ein Interview gemacht und zwar haben wir da über deine Online-Fernausbildung gesprochen, also Ernährungsberater mit dem Schwerpunkt Rohvegan, und man sieht auch schon im Hintergrund eure Modulhefte. Das ist eine wunderbare Ausbildung. Ich habe die ganzen Hefte auch hier bei mir, weil ich nämlich diese Ausbildung auch selber mache. Und ich kann auf alle Fälle bestätigen, wundervoll gestaltet, liebevoll gemacht, auch mit tollen Grafiken und einfach schön aufbereitet. Und also wer sich für die ganze Ausbildung interessiert, für das Video, ich verlinke das oben in den Infokarten. Und ihr habt ja, ich glaube, dieses Jahr habt ihr aufgestockt. Es gibt 3 extra Module, wenn ich richtig liege, liebe Ulrike. Und zwar geht es einmal um das Thema Wildpflanzen. Dann um den Hippokrates-Leitbuch und was auch ganz wichtige Themen, die euch, wo es auch viele Fragen, glaube ich, gab oder was eben auch so ein wichtiges Thema ist, so vegane oder rohvegane Schwangerschaft, Stillzeit und auch Ernährung für Kleinkinder. Ne? Das wollte ich mit aufnehmen. Und ich möchte heute mit Ulrike über diese 3 Module kurz sprechen, inwieweit das jetzt nochmal eine besondere Aufwertung dieser Ausbildung ist. Also ich finde ja, weil gerade Wildpflanzen und auch der Hippokrates-Teil, da gehen wir noch drauf ein, was das eigentlich ist. Das sind 2 Themen, die ich auch selber auf meinem Kanal ja gerne propagiere, 2 wichtige Themen. Und Ulrike, da möchte ich dich mal fragen, das neue erste Modul, da geht es um Wildpflanzen. Wieso hast du dir überlegt, das noch mit in die Ausbildung reinzunehmen? Welche Bedeutung haben die Wildpflanzen auch für dich persönlich? Ja, vielleicht das Naheliegendste ist es, dass wir ja mit dem Dr. Switzer zusammenarbeiten und der Dr. Switzer eben die Wildkräuter Vitalkost entwickelt hat. Und dann, also die Wildpflanzen kommen in der Grundausbildung schon vor, aber es war einfach, es ist jetzt eine große Bereicherung, die Wildpflanzen zu vertiefen und doch noch ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken und vielleicht auch nochmal bisschen mehr noch herauszustellen, was die Vorteile der Wildpflanzen sind. Also grundsätzlich möchte ich jetzt vielleicht sagen, dass wir überwältigt sind, dass wir mit dieser Ausbildung uns so richtig auf dem Markt etablieren konnten. Mhm. Weil man normalerweise denken würde, ja, Rohkost ist schon eine totale Nische, dann auch noch mit Wildkräuter. Und es war mir irgendwie von Anfang an wichtig, so die Menschen einfach für die natürliche Ernährung zu begeistern oder ein Bewusstsein einfach dafür zu schaffen und eben insbesondere, also natürlich mit 28 Lehrbriefen, sehr viel Theorie, aber auch mit einer gewissen Leichtigkeit durch alltagstaugliche, schöne Rezepte. Und ganz besonders ist natürlich die Zusammenarbeit mit dem Dr. Switzer. Das ist sehr gelungen und es darf vielleicht einfach auch so sein, weil der Dr. Switzer, der wohnt bei uns in der Nähe, kann man sagen, also in einer Stunde sind wir dort und es hat von Anfang an einfach funktioniert. Wir mussten irgendwie nicht viel klären oder das stimmt einfach und die Zusammenarbeit ist nach wie vor gut oder immer besser. Und genau, wir haben ja grundsätzlich das Dr. Switzers Vitalkost mit drin, wo wir erklären, wie kommt Dr. Switzer eigentlich da dazu. Und das finde ich auch ganz interessant, weil er ist ja im Ursprung Ayurveda-Arzt und Homöopath und hat aufgrund eigener Erkrankung eigentlich diese Wildkräuter-Vitalkost entwickelt. Die Gerstentherapie ist der Hauptteil seiner Therapie, die Saftkuren, mit dem Hintergrund, wie können wir den Körper so gut wie möglich nähren, mit Nährstoffen versorgen und gleichzeitig eine umfassende Entgiftung einleiten. Und selbst da hat der Dr. Switzer dann gemerkt, dass sie nicht mehr ganz so wirkt, wie es früher mal war, also jetzt im Laufe der Zeit. Und er ist dann einfach ein Forscher und probiert und studiert und tüftelt, um es einfach noch mehr zu optimieren, um mehr Erfolge jetzt bei seinen Patienten zu erzielen. Und da hat er eben entdeckt, dass die Früchte und Gemüse, die heutzutage so sehr gezüchtet sind und eben überwiegend fast nur noch Hybridfrüchte und Gemüse zu bekommen ist und dass die wohl nicht mehr diese Nährstoffvielfalt mitbringen. Und das konnte er eben dann mit den Wildkräutern wunderbar ergänzen. Die Wildkräuter
Also das muss man sich einfach so vorstellen. Das Gemüse wird von uns gepäppelt, kommt immer wieder an den gleichen Stellen, versuchen wir in der Erde so viel wie möglich rauszuholen und müssen für das Gemüse da sein. Die Wildkräuter, die suchen sich in der freien Natur ihren Platz, setzen sich durch. Die bringen einfach, wenn man das ganze Wesen einer Wildpflanze anschaut, zu einer Kulturpflanze, eine ganz eine andere energetische Geschichte mit. Und das ganz Besondere sind eben dann die Bitterstoffe und die sekundären Pflanzenstoffe, die auch in einem Heilungsprozess besonders wirkungsvoll sind, weil es eben darum geht, heutzutage das Verdauungsfeuer so gut wie möglich, also der Dr. Switzer stellt eben fest, dass fast alle Menschen einfach ein schwaches Verdauungsfeuer haben, dass die Magensäure nicht mehr so sauer und so die Kraft bringt, um die Eiweiße aufzuschließen. Und da sind eben die Bitterstoffe dazu da, um die Verdauungssäfte im Körper zum Fließen zu bringen. Und ganz, ganz wichtig sind eben die sekundären Pflanzenstoffe. Die hat man ja lang gar nicht beachtet. Die kommen jetzt schon immer wieder mehr und mehr in den Vordergrund. Und das kann man so verstehen, dass die Kulturpflanzen, die müssen sich nicht so wehren, die brauchen nicht so diese Widerstandskraft wie jetzt die Wildkräuter, die sich durchsetzen in der freien Natur. Viele Schutzstoffe, sei es gegen Sonne oder Fraßschutzstoffe, eben entwickeln und damit eben sehr viele sekundäre Pflanzenstoffe mitbringen. Und die haben einfach eine unglaubliche Heilkraft. Und dieses Begleitheft haben wir einfach so aufgebaut, dass wir am Anfang ein bisschen in die Pflanzenkunde auch einsteigen, dass man irgendwie einfach so einen tieferen Hintergrund hat zu den Pflanzen und mit alltagstauglichen Rezepten ergänzt, was mindestens so wichtig ist dann eigentlich, weil okay, kann es jetzt theoretisch verstehen, aber viele haben dann doch eine Scheu, eigentlich noch nicht so eine Überwindung. Ja, wie, also wenn man es nur gewöhnt ist, im Supermarkt zu kaufen, umso teurer was ist, umso wertvoller ist es vielleicht. Jetzt kann ich es umsonst in der Natur nehmen. Hat man mit Hygiene vielleicht Überwindung viele oder die Unsicherheit könnte giftig sein und so weiter. Und da führen wir eben ganz, also mit Leichtigkeit hin, möchte ich mal sagen. Und das Wichtigste ist vielleicht auch immer der Start, dass man sagt, mit welchen 5 kann ich denn unkompliziert starten, wie jetzt die Brennnessel oder Löwenzahn, das kennt jeder und damit, das weißt du ja selber, da muss ich dir gar nichts erzählen, da hat man ja schon, also ich finde immer so die Brennnessel und Löwenzahn, das ist der Top-Einstieg und ja. Die sind ja schon mal so richtig, die gehören ja schon mal zu den wertvollsten, würde ich sogar auch sagen. Genau, und das finde ich eben dann noch so wichtig, dass wir da ganz unkomplizierte, alltagstaugliche, gut schmeckende Rezepte mit dabei haben. Auf alle Fälle ein sehr wertvolles Modul, was ich auch sehr zu schätzen weiß, liebe Ulrike, dass du das nochmal so separat mit dieser Ausbildung, oder ist ja auch so, ihr habt ja so diese Basisausbildung mit diesen 6 Modulheften im Hintergrund und dann gibt es noch diese, habt ihr da eine Bezeichnung für die Ausbildung, wo dann noch die 3 zusätzlichen Module, heißt das dann besonders? Wir haben es jetzt einfach als Plus. Plus-Variante. Das sind dann diese 3 Module, über die wir heute sprechen und an der Basis sind diese 6 Module im Hintergrund. Okay. Das neue 2. Modul beschäftigt sich mit dem Hippokrates-Style. Was lernen da die Teilnehmer? Also was können sich jetzt auch unsere Zuschauer darunter vorstellen? Also der Impuls von mir kam vielleicht dadurch, dass ich dort auch die Ausbildung gemacht habe. Und ja, ich fand es jetzt interessant, einfach so auf dem amerikanischen Standard auch mal dieses Ernährungsinput zu erleben. Und habe es auch deswegen gemacht, weil ich auch für mich die Vertiefung Sprossen mir gewünscht habe. Und das finde ich auch nochmal besonders gut in der Ergänzung, weil, also ich persönlich mache es zum Beispiel so, dass ich jetzt über die, also von Frühling bis Herbst, bis spät in den Herbst hinein, die Wildkräuter in die Ernährung integriere. Und zu dieser Zeit ziehe ich jetzt keine Sprossen, weil, also da finde ich sie nicht so ganz unkompliziert, weil es oft einfach zu warm ist in der Küche. Und ich liebe auch so diese Abwechslung, weil jetzt kommt nämlich der Herbst und jetzt bin ich mit den Wildkräutern eher müde dann und freue mich schon so richtig aufs Sprossenziehen wieder. Und die Sprossen, die bringen
vielleicht noch ein bisschen eine andere Qualität mit, passt zum Amerikanischen. Die Amerikaner, die haben es mehr so mit der Hygiene, die scheuen sich noch mehr jetzt in der Natur Wildkräuter zu sammeln. Und das ist so die Superfood-Zucht am Fensterbrett, kann man sagen. Ist ja bei deiner Ernährung eigentlich ähnlich, dass du auch hauptsächlich mit Wildkräutern und Sprossen ergänzt, gell? Genau. Also von dem her gelungen, wir haben zum einen die Wildkräuter und über den Winter die Sprossen. Und hier könnte man jetzt vielleicht sagen, dass hier der Enzymreichtum so ganz im Vordergrund ist. Und wir haben dann da beim Hippokrates Lifestyle eben die Sprossen und das Grünkraut betrachtet, was dann so reichlich Chlorophyll mitbringt. Und Hippokrates Lifestyle, das sagt eigentlich noch etwas anderes. Man kann mir überlegen, was verbinde ich mit dem Wort Lifestyle? Das mag ich eigentlich ganz gern, weil ich verbinde jetzt mit Lifestyle so einen modernen, leichten Lebensstil, einen leichten, ja, freudigen Lebensstil. Und auch der Brian Clement hat hinter diesem Wort Lifestyle, sagen wir mal, ich habe es jetzt mal in 8 Prinzipien zusammengefasst, dass es nicht nur bedeutet oder dass es vielleicht auch für einen wirklich gesunden Körper nicht reicht, einfach nur sich auf die Ernährung zu konzentrieren, sondern dass es einfach das Gesamte ist, begonnen beim Mindset. Gesundheit entsteht im Kopf, so ist seine Grundaussage, über gutes Wasser, Bewegung, Schlafhygiene, bis dahin gehen, dass man sagt, bin ich bereit, Verantwortung für meine Gesundheit zu übernehmen, was dann eigentlich auch bedeutet, bin ich bereit für einen Wandel, bin ich bereit, meine Muster, meine Glaubenssätze, meine Gewohnheiten anzugucken, was einfach dann nochmal ein riesen Hebel ist für Heilung. Genau, und das, also dieses Gesamtpaket ist einfach schon nochmal eine wirkliche Bereicherung. Also es ist jetzt nicht nur die Sprossen, sondern du gehst dann auch auf diese verschiedenen Punkte auch dann nochmal ein. Also Hippokrates-Style, dass man denkt, oh, das ist jetzt ja, wir bedarfen die 8 Säulen und bringen dann wieder im Anschluss einfach Rezepte, die es leicht machen im Alltag. Die man auch gut im Alltag integrieren kann. Sehr schön. Okay. Und dann das dritte Modul, ich hatte es schon angesprochen, da ist auch ein wichtiges Thema, weil du sagst, da gibt es gar nicht so viel davon. Da kommen auch immer wieder Fragen zur, kann man sich denn in der Schwangerschaft rohvegan ernähren oder kann man denn, wenn man sich rohvegan ernährt, stillen und kann man denn Kinder ernähren? Wie bist du dazu gekommen, da jetzt doch nochmal ein Modul dazu zu entwickeln? Ja, also es war doch das Bedürfnis da unter den Ausbildungsteilnehmern. Und wir waren dann einfach auch vollkommen überzeugt, dass es einfach wichtig ist, roh vegan von Anfang an sich ernähren zu können und dass es ja in dieser Zeit ganz, ganz wichtig ist, dass man da im Vertrauen ist. Also man kennt, also oder alle, die jetzt, sagen wir mal, eine vegane oder roh vegane Schwangerschaft schon erlebt haben, die wissen das ja, was es bedeutet, da mit kritischen Stimmen konfrontiert zu werden. Es geht ja schon los beim Arzt. Und wenn man dann eben innerlich verunsichert ist, also zum einen gerät man dann auch in Verunsicherung, was eigentlich in der Schwangerschaft gar nichts verloren hat, und zum anderen wird man vielleicht dann auch ungeduldig oder verärgert, dann, wenn man vielleicht nicht wirklich, sagen wir mal, wirkliches Wissen dazu hat, dass man wirklich eben in Verunsicherung gerät und denkt, oh, was stimmt denn jetzt eigentlich? Und das fand ich eben dann so ganz wichtig, dass man wirklich, also bei der Aussage der Wissenschaft, bei der Aussage der deutschen Gesellschaft für Ernährung setzen wir an. Also es gibt ja ein Positionspapier von der deutschen Gesellschaft für Ernährung zu veganer Schwangerschaft und Kleinkindernährung. Und das haben wir uns eben ganz genau angeguckt, dass wir sagen, was sagen die da? Und interessanterweise, wenn man sich es ganz genau anguckt, sagen sie zwar, die vegane Ernährung in der Schwangerschaft empfehlen wir nicht, dann gibt es aber ein aber unter folgenden Bedingungen ist es möglich. Und das ist für uns sowieso selbstverständlich, wenn wir uns überlegen, wie funktioniert eine vegane Ernährung gesund, dass wir dann eben schauen, dass wir mit so viel frischen Lebensmitteln wie möglich die potenziell kritischen Nährstoffe eben decken. Und da ist es halt dann einfach nochmal wichtig,
dass wir das im Einzelnen ganz genau anschauen und dann kann man in aller Seelenruhe eben antworten und sagen, ich habe mir das ganz genau angeguckt, ich kenne mich genau aus, Folsäure, Eisen, Proteine, Kalzium, wie ich das sehr gut decke und vielleicht sogar noch besser decke, wie in der Mischkost. Also ich habe einmal die Aussage von einem Arzt gehört, der gesagt hat, die vegane Ernährung, das kann eigentlich eine Mangelernährung sein oder sie hat das Potenzial, die nährstoffreichste Ernährung zu sein, wenn wir eben mehr in die Richtung gehen, so frisch wie möglich und dann eben noch so Tricks kennen, wie dass wir sagen, wir aktivieren die Samen oder wir kombinieren passend. Genau. Also auch ein wundervolles Modul, was auch sehr wichtig ist für so eine Ausbildung. Also Ernährungsberater mit Schwerpunkt Rohvegan. Nochmal eine Frage, Ulrike, habt ihr die Hefte, die ihr verschickt? Gibt es auch die Möglichkeit, das digital zu verschicken? Gibt es auch Teilnehmer, die das lieber digital nur alles lernen wollen oder habt ihr nur die Hefte zur Verfügung? Ja, also größtenteils ist es schon so, dass die Leute eigentlich die Hefte lieben. Du kannst was anstreichen, du kannst im Garten sitzen und so weiter. Okay. Aber natürlich gibt es immer wieder auch Teilnehmer, die sagen, ich bin jetzt gerade die ersten 2 Monate noch gar nicht da oder bin auf Reisen. Die machen dann alles online. Also die Möglichkeit besteht auch. Ja, ist alles in einem Mitgliederbereich oder Online-Campus möglich. Also wer sich jetzt für eure Ausbildung interessiert, ich verlinke auf alle Fälle eure Webseite. Habt ihr ja so eine Ausbildung. Also, achso, die Ulrike, du schreibst auch ganz tolle Blogartikel und ganz tolle Rezepte findet man auch auf eurer Webseite Deine Ernährung. Habt ihr jetzt nicht nur, schreibt ihr dann nicht nur etwas über die Ausbildung und stellt die Ausbildung vor, sondern ihr habt auch einen ganz tollen Blog und da gibt es ganz tolle Rezepte von euch. Du hast doch schon was zum Trampolin, ne? So Trampolinübungen gemacht und auch ganz tollen Artikel geschrieben zur Grünkraut- und Sprossenzucht und auch über Arnold Ehrich, dann für Heilkost. Also ja, also ich finde, du machst auch immer so tolle Fotos, die sind immer sehr, sehr ansprechend. Das gefällt mir immer sehr gut bei euch, eure Fotos. Da kann man auch in der Ausbildung, kommt man da auch ein bisschen in den Genuss von euren tollen Fotos. Und genau, ich verlinke die Webseite für die Zuschauer, die sich jetzt interessieren. Ich verlinke die Webseite, die Ausbildung. Man kann ja auch einfach euch mal anschreiben, ne? Und nachfragen, wenn es noch Fragen gibt. Und, ja, auf jeden Fall. Und ihr habt auch einen Trailer oder 2 Trailer erstellt zur Ausbildung und ich glaube, den kürzeren davon, es geht nur, glaube ich, eine Minute oder eine halbe Minute, also ganz kurz, werde ich jetzt erstmal hier einblenden. Ja, ich finde es halt einfach immer sehr schön, nicht nur über die Theorie, also natürlich ist die Theorie sehr, sehr wichtig, um also es gibt ja die Aussage von dem Prophet Hosea, der sagt, mein Volk stirbt mangels Wissen. Und da ist ja was dran. Also von dem her ist es wichtig. Aber im zweiten Schritt finde ich es einfach so schön, wenn man animiert ist über das Gefühl. Mhm. Ja. Genau, über die Freude, über das Gefühl. Ja, genau. Wir blenden mal jetzt diesen Trailer hier ein und sehen uns dann nochmal ganz kurz wieder. Die Gesundheit ist unser wichtigstes Gut. Wir haben uns die Frage gestellt, was können wir tun, um wieder Leichtigkeit, Fitness und Gesundheit in unser Leben zu bringen? Was ist der Schlüssel für Gesundheit bis ins hohe Alter? Die Antwort auf all diese Fragen ist unser Ausbildungskonzept. In der Fernausbildung zum Ernährungsberater mit dem Schwerpunkt der rohveganen Ernährung findest du tiefgreifendes Wissen übersichtlich strukturiert und in modernem Design aufbereitet. Mit Freude vermitteln wir einen zukunftsweisenden, ganzheitlichen Ansatz von pflanzenbasierter Ernährung und erfreuen uns an dem Feedback von hunderten begeisterten Teilnehmern, die sich beruflich weiterentwickeln oder für sich selbst umfassendes Wissen über eine gesunde Ernährung erlernen. Tauche ein in eine neue Welt des Essens. So, ihr Lieben, das war wieder ein Interview mit der lieben Ulrike Ether von Deine Ernährung. Ganz lieben Dank, Ulrike, dass du uns nochmal so dargelegt hast und nochmal so einen Einblick gewährt hast in die 3 Module, also in die Plus-Ausbildung sozusagen. Und nochmal an alle, die sich für diese Ausbildung interessieren, ihr findet den Link unter diesem Video beziehungsweise im ersten angepinnten Kommentar. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne die Fragen auch unter dem Video stellen oder ihr geht auf die Webseite von Deine Ernährung, da könnt ihr auch einige Fragen nochmal speziell, wenn ihr jetzt mit der Ulrike nochmal speziell irgendwie einen Austausch wünscht, dann könnt ihr auch die Ulrike selbst anschreiben. Genau. Ihr könnt auch gerne kommentieren, was ihr von diesen 3 Themen haltet. Ja, eure Erfahrung damit mit Wildkräuter, Hippokrates-Style oder auch rohvegan, Schwangerschaft, Stillzeit. Was haltet ihr davon?
Wir freuen uns über Austausch. Vielleicht schaut auch die Ulrike mal vorbei, vielleicht in der Kommentarsektion. Genau, das war's von uns. Noch eine wunderschöne Zeit und nochmal herzlichen Dank, liebe Ulrike, für deine Zeit. Und ja, dann bis ganz bald. Danke dir, liebe Silke. Tschüss.